Erschleichung des außerehelichen Beischlafs. Wer eine Frau zur Gestattung des Beischlafs dadurch verleitet, dass er eine Trauung vorspiegelt... Oder einen anderen Irrtum in ihr erregt oder benutzt, in welchem sie den Beischlaf für einen ehelichen hielt, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. Siehst du? So teuer kann das werden. Spinnst wohl. Dann mach ein bisschen Musik, das wissen wir doch alles schon. Ich schenke uns noch was ein. Schönen Madame. Paragraph 179, 5 Jahre Zuchthaus. Mit dem. Ich weiß nicht. Fertig, Herr Kommissar. Danke Ihnen. Der Mann heißt Richard Ebinger, 23 Jahre als Student, wohnhaft Maximilianstraße. Er hat seine Freundin besucht, die wohnt da drüben, Nummer 30. Und sie brachte ihn auf die Straße runter und da wurde er erschossen. Ja, in den Rücken geschossen. Hat sie es nicht gesehen? Nein, sie war schon wieder im Haus. Ah ja. Wo ist sie jetzt? Oben in ihrem Zimmer, sie wohnt bei einem Arzt. Ja, wollen wir sie besuchen? Ich hörte nur einen Knall. Ich dachte, es war eine Fehlzündung. Fehlzündung? Wie kommen Sie denn darauf? Das war ein Schuss. Und ich wusste sofort, dass das ein Schuss war. Menschenskind, denke ich. Wer schießt denn hier? Sah ich ihn dann liegen? Und er lag schon. Er stand mehrfach wieder auf. Das heißt, er versuchte es wenigstens. Ja, es war ganz schrecklich. Er stand auf, fiel wieder hin. Und niemand, der weglief? Ich habe niemand gesehen. Sie hat einen Schock. Als Arzt sage ich Ihnen, sie braucht Ruhe. Nur ein paar Fragen. Aber Sie wissen doch hoffentlich, dass sie völlig hilflos ist. Ja, ja, ich weiß. Sie kam rauf, wissen Sie, stand an der Tür, völlig bleich, kein Blut im Gesicht. Ich habe sie halten müssen, weil sie sonst hingefallen wäre. Ja, in Ordnung, Doktor. Fühlen Sie sich in der Lage, ein paar Fragen zu beantworten? Ja. Wie heißen Sie? Rotraud Schall. Und wie alt sind Sie? 22. Fräulein Schall, erzählen Sie, was vorgefallen ist. Er war zu Besuch bei mir. Richard Ebinger? Ja. Sind Sie befreundet mit ihm? Studienkollegen. Sie studieren beide Jura. Das ist ein ganz reizender junger Mann. Wann ist der Herr Ebinger gekommen? Gegen 6. Ja, Sie lernen zusammen. Um 8 sind wir kurz zum Essen über die Straße gegangen. Um 9 waren wir wieder hier. Hier in diesem Zimmer? Ja. Gegen 10 ist er gegangen. Ich habe ihn runtergebracht. Sie haben ihn runter...
Das heißt, Sie haben ihn bis auf die Straße gebracht? Ja. Er sagte, bis morgen dann. Und ich sagte, bis morgen. Ich war auf der Treppe, noch nicht oben. Da hörte ich einen Knall. Ich wusste nicht, was es war. Ich kam rauf, ging hier rein, in dieses Zimmer hier und bin ans Fenster gegangen. Weil ich immer noch ans Fenster gehe, wenn er wegfährt. Da sah ich ihn liegen. Auf der Straße liegen. Ich dachte, warum liegt er da auf der Straße? Ist er hingefallen? Warum steht er denn nicht auf? Sie klopfte bei mir an der Tür. Dr. Wiegand, sagte sie. Dr. Wiegand, Richard liegt auf der Straße. Sie ist dann gleich runtergerannt. Ich bin dann ans Fenster gegangen und habe ich Richard liegen sehen. Sie können sich nicht denken, wer Richard Ebinger niedergeschossen hat? Nein, überhaupt nicht. Hatte er irgendwelche Feindschaften? Feindschaften? Ja. Hatte er Streit mit irgendjemandem? Hat er irgendwelche Schwierigkeiten? War er in irgendwelche Dinge verwickelt? Nein. Sie wissen nichts darüber? Nein, darüber weiß ich nichts. Wie war seine Stimmung heute Abend? Wie meinen Sie? Ja, war er besorgt, bedrückt, stiller als sonst, ängstlich? Er war wie immer. Ich danke Ihnen, Frau Schall. Was ich bestätigen kann, Herr Kommissar, ich habe die beiden lachen hören. Mein Zimmer ist nebenan. Gelächter habe ich gehört, Musik. Die waren in sehr guter Stimmung. Ganz prachtvoll, ganz prachtvoll. Angst hat da niemand gehabt. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Ich mache Ihnen jetzt Ihr Bett. Sie brauchen jetzt unbedingt absolute Ruhe. Sie müssen sich hinlegen. Ich gebe Ihnen noch etwas, damit Sie schlafen können. Ich kann nicht. Nur Sie müssen. Ich muss doch seine Eltern verständigen. Das tut doch die Polizei. Oder ich tue es. Aber Sie müssen sich jetzt hinlegen. Aufgrund der Verlagerung von Ein- und Ausschuss wird vermutet, dass der Schütze einen erhöhten Standpunkt hatte. Wahrscheinlich ist der Mann vom Fenster raus erschossen worden. Ob vom ersten oder zweiten Stock, wird der Verlauf des Schusskanals ergeben. Ja, man müsste natürlich wissen, wie Ebinger gestanden hat. Was sagen denn die Zeugen? Die eine Frau ist noch da. So, trinken Sie das jetzt. Und machen sich keine Sorgen. Das ist nicht nötig. Danke, Herr Doktor. Ich weiß, wie Ihnen zumute ist. Aber keine Angst jetzt. Ich bleibe hier, bis Sie eingeschlafen sind. In Ordnung? Er stand so. Ich konnte sein Gesicht genau sehen. Sind Sie ganz sicher? Ja. Ich habe mich gleich rumgedreht, als ich den Schuss gehört habe. Er drehte sich, er warf die Arme hoch. Aber er stand mir zugedreht. Hm? Ich weiß es, weil... Noch nie hat mich ein Mensch so entsetzt angesehen. Da ist der Schuss von drüben gekommen? Ja, aus einem dieser Fenster da.
Walter, ich brauche so schnell wie möglich den Obduktionsbefund. Ja, ist in Ordnung. Und du, Rehman? Ja, die Angehörigen, ich weiß. Ja, nimm dir einen Streifenwagen. Komm, Marie, wir fangen an. Durchsucht das Haus. Was für ein Haus? Ja, gegenüber. Den sollen sie aus dem Fenster was umgelegen haben. Drei Helle, ein Schoppen, zwei Klare und ein Postsalat. Im ersten Stock, da wohnen Bassmann und Schöne. Wissen Sie, ob jemand da ist? Die Frau Schöne, die habe ich gesehen, die ist da. Danke. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja, wir hätten ein paar Fragen an Sie. Sie sind doch Frau Schöne. Ja. Sie wissen, was auf der Straße passiert ist? Ja, da ist jemand erschossen worden. Ja, wir wollten fragen, ob Sie vielleicht was gesehen oder gehört haben. Nein, nein, ich habe nichts gesehen. Ich habe auch nichts gehört. Ja, können wir trotzdem mal reinkommen? Ja, bitte. Danke. Was ist denn los, Mama? Das ist Polizei. Was wollen die denn hier? Sie haben doch Zimmer zur Straße hinaus. Können wir die mal sehen, ja? Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass niemand von uns was gesehen oder gehört hat. Was halten Sie von der Frau? Ah, das weiß ich noch nicht. Vor etwa einer Stunde ist unten auf der Straße ein junger Mann erschossen worden. Waren Sie zu dieser Zeit in der Wohnung? Ja, aber ich war nicht hier. Ich war in der Küche. Das Wasser lief und... Uns Radio. Ich habe abgewaschen. Wo geht's denn hier hin? Das ist unser Schlafzimmer. Darf ich mal? Und du? Warst du auch in der Wohnung? Ja. Aber ihr Zimmer liegt auf der anderen Seite zum Hof raus. Sie kann gar nichts gehört haben. Hast nichts gehört? Nein. War sonst noch jemand in der Wohnung? Sonst noch jemand? Nein, sonst war niemand da. Ob sonst noch jemand da war, will er doch wissen. Nein, nein, sonst war niemand hier. Hat hier jemand geschlafen? Wieso? Ja, ich meine am Tag, heute Nachmittag oder heute Abend. Nein. Ah, doch, mein Mann. Der hat Spätschicht die Woche. Das schläft er immer nachmittags. Zwei, drei Stunden. Rauchen Sie, Frau Schöne? Rauchen? Nein. Meine Tochter raucht. Na, darf ich vielleicht nicht? Wie alt bist du denn? 15. Oh, da muss ich ja Sie zu dir sagen. Ist mir doch egal. Was für Zigaretten rauchst du denn? Wieso? Was für welche? Die da, das sind meine. Mhm. Warum interessiert Sie das alles? Der Mann wurde aus dem Fenster heraus erschossen. Kennen Sie den Mann, Frau Schöne? Nein. Kennst du ihn? Vom Sehen kenne ich den. Hast du ihn öfter gesehen? Nein, öfter nicht. Tja, das wär's. Beide waren in der Wohnung, haben aber den Schuss nicht gehört. Nein, weil... Ich weiß, sie haben abgewaschen in der Küche, das Wasser lief, das Radio lief. Vielleicht hatten wir auch noch Geräusche auf dem Hof. Ja, Autos und das Motorrad, von Jochen Kaiser. Ach, da haben sich schon so viele Leute aufgeregt. Der lässt es laufen und laufen, dass man sein eigenes Wort nicht versteht. Wer ist denn der Kaiser? Der wohnt über uns. Ach, Frau Schöne, wann sagten Sie, ging Ihr Mann? Um 5:30. Um 6 fängt er an. Es geht so bis 1. Danke. Frau Schöne, Sie werden Ihre Aussage noch einmal schriftlich machen müssen. Ja. Und unterschreiben müssen. Gute Nacht, Frau Schöne. Gute Nacht. Gute Nacht. Was ist denn, Mama? Irgendwas stimmt mit der Frau nicht. Ja, ich glaube auch, dass sie nicht die Wahrheit sind. Sagen Sie, wollen Sie was? Nein, nein, nein.
der da drin gesehen? Schütt es weg. Was regst du dich denn auf? Du sollst es wegschütten! Meine Güte. Bitte kommen Sie rein. Danke. Zwei Zimmer haben Fenster zur Straße. Dieses hier und das Nebenzimmer. Ich habe es an einen Studenten vermietet. In dieser Wohnung wohnen Sie also und dieser Student? Herr Heimann, ja, wir beide, sonst niemand. Ich bin verwitwet. Frau Bassmann, haben Sie den Schuss gehört? Ja, den habe ich gehört. Ich saß hier im Sessel. Da hörte ich den Schuss draußen. Herr Heimann kam aus seinem Zimmer. Das ist dieses da? Ja, ganz richtig. Er sagte, was war das? Und ich sagte, das war ein Schuss. Dann hörten wir auch schon Laufen und Rufen. Wir sind dann ans Fenster gegangen und da sahen wir den Mann unten auf der Straße liegen. Ist der Herr Heimann da? Nein, ich habe ihn Bier holen geschickt. Könnten wir das Zimmer mal sehen? Ja, selbstverständlich. Was studiert denn Herr Heimann? Betriebswirtschaft. Er ist ausgezeichnet. Seine Arbeiten fallen immer gut aus. Die letzte wurde mit sehr gut benotet. Aha. Das ist kein leichtes Thema. Wirtschaftsrecht. Sie haben keine Zeugen? Nein. Es hat niemand gesehen, woher der Schuss kam. Wir haben es auch nicht gesehen. Ich nicht und Herr Heimann nicht. Aber der Schuss wurde aus einem Fenster abgegeben. Wohin ist der Mann getroffen worden? In den Rücken. In den Rücken? Mein Gott. Entschuldigen Sie. Ich habe im Krieg viele Tote gesehen. Darunter auch einige, die in den Rücken geschossen wurden. Wollen Sie sich noch weiter umsehen? Nein, danke. Das reicht. Wer ist der Herr Heimann? Das ist Polizei, Ingo. Komm her. Man durchsucht Wohnungen. Der Tote auf der Straße ist von einem Fenster aus erschossen worden. Bring die Flaschen in die Küche. Haben Sie den Namen Ebinger schon mal gehört? Heißt der Tote so? Ja. Nein. Hast du den Namen Ebinger schon mal gehört, Ingo? Hast du verstanden, Ingo? Ja, Frau Bassmann. Aber der Name ist mir unbekannt. Ist ihm unbekannt. Sie hören es. Tja, dann entschuldigen Sie die Störung. Ingo, Sie gehen offenbar durchs ganze Haus. Zu allen. Haben Sie schon was rausgekriegt? Wieso? Wie heißen Sie eigentlich? Ich? Pawitzke. Und wo wohnen Sie? Im Keller wohne ich. Was die fragen, wo ich wohne. Was wollen Sie? Meine Wohnung sehen? Warum denn? Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass der Tote auf der Straße interessiert mich nicht. Ich kenne den Mann nicht. Ich habe nichts damit zu tun. Kann ich Ihnen den Zutritt zu meiner Wohnung verweigern? Ja, das können Sie. Ja, dann tue ich das. Ich schließe die Tür, weil ich meine Rechte wahrnehme. Lass ihn, Harry. Der Kaiser lässt niemanden herein, nicht wahr? Nein. Das glaube ich, das ist dem unangenehm. Da würde sich nämlich herausstellen, was bei ihm los ist. Was ist denn bei dem los? Da geht es rein und raus und rein, wissen Sie? Die Gestalten, die sollten Sie sich mal ansehen.
Angst kriegt man da. Das hört man doch nicht. Kommst rein. Kommst rein. Hier hört man nichts, da müssen Sie mit ins Badezimmer kommen. Kommen Sie. Moment mal, Moment. Jetzt hat er Ihnen gesagt, Sie sollen ruhig sein, aber das nützt nichts. Jetzt hören Sie, jetzt kommen Sie. Was hört man denn da? Männer. Ihre Stimmen, obwohl Sie ganz leise reden, kann man sie ganz deutlich hören. Das ist wirklich merkwürdig. Das sind Stimmen. Das ist ein allgemeines Gemurmel. Gelächter, manchmal sogar Gelächter. Ich gehe mal rüber. Vielleicht lässt er uns doch rein. Der ja. Sagt nein, das werden Sie erleben. Ich habe ihn ja selber mal gefragt, Herr Kaiser, was ist denn los bei Ihnen? Ich höre da immer so was. Was glauben Sie, wie der mich angefahren hat? Was wollen Sie denn nochmal? Ich habe Ihnen gesagt, Sie kommen hier nicht rein. Machen Sie die Tür ruhig zu! Ich weiß schon, was los ist. Sie waren das. Sie wollen da was anhängen. Was ist denn los, Papa? Was soll schon los sein? Die wollen in die Wohnung rein. Das ist doch Polizei. Niemand hat das Recht, meine Wohnung zu durchsuchen. Oder haben Sie was in der Hand? Nein. Spiel doch nicht verrückt. Der Mann ist aus dem Fenster raus erschossen worden und die müssen in die Wohnung rein. Los, mach auf. Bist du blöde? Hast du nicht gehört? Los, gehen Sie, meine Herren. Ja, aber ich bin doch nicht dazu verpflichtet. Mensch, Papa. Was wollen Sie denn überhaupt sehen? Die Zimmer, die Fenster zur Straße haben. Ach so, bitte. Bitte, hier sind die Zimmer. Bitte schön, hier sind die Zimmer. Tja, bisschen viel, ne? Was suchen Sie denn eigentlich? Schuhe? Na und? Befriedigt? Das ist ein Wohnzimmer, ein ganz gewöhnliches Wohnzimmer. Was Sie da sehen wollen, das verstehe ich nicht. Und was ist das da? Das ist das Zimmer meines Sohnes. Moment bitte. Wilfried, komm mal her. Die wollen dein Zimmer sehen. Zeig's ihnen. Okay. Bitte. Danke. Etwas eigenwillig, ne? Tja, finden Sie? Das gefällt Ihnen? Ja. Die funktionieren nicht, das sind nur so Stücke, daraus kann man nicht schießen. Du sagst schon, kann man daraus schießen oder nicht? Nein, aus den Dingern nicht. Sie interessieren sich jedenfalls für Waffen. Ja. Das ist doch nicht verboten, oder? Haben Sie auch eine richtige? Wie kommen Sie denn darauf? Nein, habe ich nicht. Den Schuss auf der Straße haben Sie gehört. Nein, ich war gar nicht da. Ich war unterwegs. Ich war unterwegs in meinem Motorrad. Ich habe nichts gehört. Kann das jemand bezeugen? Ja. Ich kann das bezeugen. Kann ich das mal anstellen? Ja, bitte. Spiel mir das Lied vom Tod. Spiel mir das Lied vom Tod. Er wird zurückkommen eines Tages. Er wird mich finden. Und was ist da nun drin? Das Zimmer hat kein Fenster zur Straße. Das geht zum Hof. Kann ich es trotzdem mal sehen. Warum müssen Sie das sehen? Mit meinem Leben.
Guten Abend, meine Herren. Na und? Ich habe das Zimmer vermietet. Darf ich das nicht? Sie sehen ja, ich hab's vermietet. Hier schlafen Leute. Ich lasse hier Leute schlafen. Na und? Was sind das für Leute? Ach, können Sie nicht sprechen. Das sind Ausländer. Gastarbeiter sind das. Na ja, ich habe das Zimmer an Gastarbeiter vermietet. An wie viele denn? Ach, wie viele? Sie sehen doch, wie viele es sind. Und das Fenster geht zum Hof. Was sprechen die für eine Sprache? Die Türken sind das. Spricht jemand von Ihnen Deutsch? Die sprechen kein Deutsch. Deutschland gut. Sehr gut. Sind die Herren polizeilich gemeldet? Ach, was heißt denn hier polizeilich gemeldet? Hören Sie zu, die kommen aus Anatolien. Das sind ganz arme Schweine. Sie sind also nicht polizeilich gemeldet. Ach, was heißt denn polizeilich gemeldet? Ja, sie sind illegal hier. Ach, illegal, illegal. Die Leute arbeiten hier. Sie sind ruhig und sie sind höflich. Und sie ziehen die Schuhe aus, bevor sie die Wohnung betreten. Hier gibt es kein Trinken und kein Kartenspielen. Und es wird auf Sauberkeit geachtet. Gute Nacht. Gute Nacht. Na, hören Sie, wie die das können? Hm? Deutschland ist für die ein Traum, wissen Sie. Ja, hoffentlich zahlen die auch Miete. Miete? Natürlich. Natürlich zahlen die Miete. Das ist alles in Ordnung. Gute Nacht. Gute Nacht. Hält sich da ein Vogelkäfig mit Menschen drin? Tja. Was sind denn das für Leute? Türken sind das. Türken? Sagen Sie, Frau Henze, haben Sie eigentlich Angst vor Herrn Kaiser? Ich wusste ja gar nicht, dass das Türken sind. Hat der Zimmer vermietet? Naja, also mehr eine Kammer, ne? Der hat doch gar kein Badezimmer. Der Obduktionsbefund, Chef. Der Schusskanal hatte eine Neigung von 40 bis 45 Grad. Das heißt, der Schuss ist aus diesem Haus hier abgefeuert worden? Ja, und zwar aus einem Fenster vom ersten Stock. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also wenn der Mann gestanden hat, wovon man ja wohl ausgehen muss, dann müsste der Schuss aus einem der Fenster der Wohnung... Welche Wohnungen sind das? Schöne und Bassmann. Naja, lass mich. Na, noch nicht schlafen gegangen? Nein, wieso denn? Hol nur Zigaretten. Ah ja, dann hol sie mal. Das ist Hanni Schöne. Sie war mit ihrer Mutter allein in der Wohnung. Zwei Zimmer mit Fenster zur Straße. Wollen die was von euch? Weiß ich doch nicht. Aber die waren doch bei euch. Die sind doch überall rumgegangen. Ist mir doch egal. Kann ich mal die Zigaretten sehen? Warum wollen Sie denn sehen? Danke. Grüß deine Mutter und sag ihr, wir kämen gleich rauf. Warum denn? Sie soll uns sagen, wer noch in der Wohnung war. Da war niemand. Doch, mein Kind, da war jemand. Und das soll sie uns sagen. Da war wirklich niemand. Ja, grüß dich Gott. Das ist Frau Bassmann, erster Stock. Zwei Zimmer zur Straße, sie wohnt dort mit einem Studenten. Und zur Tatzeit ebenfalls in der Wohnung. Frau Bassmann. Ich wollte mich nur erkundigen. Nach dem Stand der Dinge. Ich sah, dass Ihre Autos noch nicht abgefahren sind. Was ist das? Ist das... Ja, das ist der Obduktionsbefund des erschossenen Ebinger. Sie werden mir sicher nicht erlauben. Doch, doch. Schauen Sie sich das nur ruhig an. Man hat eine Sonde in den Schusskanal geführt und so den Winkel berechnen können. Mhm. Jetzt begreife ich, warum Sie unser Haus durchsuchen. Der Mann hat aufrecht gestanden? Ja, ja. Er hat ganz normal gestanden. Und den Rücken unserem Haus zugekehrt? Ja. Was haben die denn da? Was sehen die sich da an? Oh, ich weiß nicht. Irgendeine Zeichnung oder was. Ein Kaffee und drei Bier. Die gedachte Linie geht also... In den ersten Stock. Da gibt es nur zwei Wohnungen. Meine... Und die von Schönes. Guten Abend, Chef. Abend. Ich bin mit den Eltern von Ebinger da. Sie sind draußen. Ja, räumen das mal weg. Ja.
Ein trauriger Anblick, nicht wahr, Frau Bassmann? Entsetzlich. Wenn man nur helfen könnte. Helfen? Man kann den Mörder finden, das ist alles. Ich glaube, ich sollte noch etwas sagen, Herr Kommissar. Ja, kommen Sie. Ich habe Musik gehört von nebenan. Die Schönes haben einen Plattenspieler im Wohnzimmer, der lief. Es hörte sich an, als sei jemand zu Besuch. Ich nehme an, Sie sind auf Informationen angewiesen. Ja, das sind wir natürlich. Gute Nacht, Herr Kommissar. Gute Nacht. Gehen Sie jetzt schlafen? Nein. Kann ich noch einmal vorbeikommen? Selbstverständlich, Herr Kommissar. Danke. Harry, hol den Kellner. Und du, Rehbein, ja. Du kümmerst dich mal um die Eltern. Ja, natürlich. Was ist das für eine Frau? Witwe, Zimmerwirtin. Wie wirkt sie auf dich? Ich weiß nicht, ich würde bei dir kein Zimmer nehmen. Danke, Herr Kommissar. Sagen Sie, wie lange haben Sie auf? Bis 3 Uhr. Mhm. Dankeschön. Kommst du weiter? Moment mal. Na, junger Mann, noch so spät unterwegs. Ja, haben Sie was dagegen? Wie stark ist eigentlich Ihre Maschine? 750 Kubik. Ach, das ist ja kaum der Rede wert. Ja, wenn Sie meinen. Ja, kann ich Ihnen noch behilflich sein, Herr Kommissar? Na, vielen Dank. Bemühen Sie sich nicht. Ein Auftrag für dich, Harry. Hm? Lass den Motorradfahrer nicht aus den Augen und stell fest, wo er seine Waffe hat. Eine Waffe? Ja, du hast doch sein Zimmer gesehen. Er muss eine haben. In Ordnung, Chef. Gut. Gib mir ein Bier, Kurt. Mir auch eins. Sie wollen das Mädchen besuchen? Ja. Geh mit ihnen. Ja, natürlich. Arbeitest nicht? Ist das nicht schon sehr spät? Es ist nicht spät. Es hat auch Mitternacht geschlagen. Du hast eine sehr schwierige Prüfung morgen. Na, noch eine Stunde, hm? In Ordnung, Frau Bassmann. Willst du noch einen Kaffee haben? Es geht schon so. Danke, Frau Bassmann. Aber ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Leider nicht alles. Was wollen Sie denn noch wissen? Ich kann Ihnen doch wirklich nicht mehr sagen. Doch, das können Sie. Sie können uns sagen, wer hier noch in der Wohnung war. Aber niemand. Honey. Sie hatten einen Besucher. Der war hier im Zimmer, hat Musik gespielt und Zigaretten geraucht. Dieser Mann hat aus einem dieser Fenster Herrn Ebinger erschossen. Was? Was? Nein. Aber nein, aus dem Fenster war... Ein Mann erschossen, ja. Wer war also in Ihrer Wohnung? Aber niemand, Herr Kommissar. Ich schwöre Ihnen, dass hier niemand war. Hier war doch niemand, Hanni. Hab ich doch schon gesagt. Frau Schön, ich gehe hier nicht weg, bis Sie es mir sagen. Wer hat hier eine Zigarette ohne Mundstück? Hier war niemand. Ach, die Eltern nicht. Ja. Ja, ich verstehe, ja. Aber sie schläft. Ich habe ihr ein Mittel gegeben. Sehen Sie doch mal nach, bitte, Herr Doktor. Also, bitte kommen Sie rein.
Es ist mir nicht recht. Rotraud. Rotraud. Die Eltern. Lassen Sie uns bitte allein. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin geschieden. Kinder? Ja, Kinder, ja. Aber Sie leben allein hier? Das heißt, ich habe das Zimmer vermietet. Es ist ein Schock. Man darf Sie jetzt nicht aufregen. Ich habe keine Pistole, warum fragen Sie mich? Ach, Sie haben nur die Dinger da oben, mit denen man nicht schießen kann? Ja, weil ich sie sammle. Das ist ja wohl nicht verboten, oder? Wir werden uns genau erkundigen. Na, wen wollen Sie sich denn da erkundigen? Ein Mann wie Sie, der zeigt sowas, der gibt damit an, das meine ich. Von mir aus können Sie denken, was Sie wollen. Zahlen bitte. Wie hat er immer erzählt, er fährt zum Dachauer Moor, zum Schießen. Sie nicht mehr. Der fährt manchmal nachts hunderte von Kilometern. Warum tut er das? Ja, es macht ihm Spaß. Aber ich weiß auch, dass er eine Pistole hat. Na, ich konnte es vorhin nicht so offen sagen. Ich bin Gastwirt, wissen Sie. Warum sagen Sie nicht, wer hier war? Es war jemand hier, ich weiß es. Frau Schöne, ich muss Sie verhören, und wenn es die ganze Nacht dauert. Wie spät ist es? 12:30. Um 13:00 kommt mein Mann nach Hause. Honey. Was denn? Was sagst du immer, Honey? Ich sag, ihr habt Musik gehört. Nein. Er kann es dir doch nicht übel nehmen, dass ihr Musik gehört habt. Der schlägt mich doch tot. Ich war doch dabei. Ich kann doch sagen, dass ich dabei war. Eine halbe Stunde Musik war da nichts. Der hat mich doch im Keller erwischt. Der hat gesagt, das nächste Mal schlägt er mich tot. Geh raus, Honey. Es ist der Sohn vom Wirt unten, Heseling. Kurt Heseling, der war hier. Wenn es mein Mann erfährt, kann ich mich aufhängen. Der Sohn vom Wirt? Wie alt ist denn er? 16. Und der war also hier oben? Ja. Und er hat ihre Tochter besucht? Nein. Ach, der hat Sie besucht? Ja. Sie haben den Schuss gehört, Frau Schöne. Ja. Und wo waren Sie in dem Augenblick? Im Schlafzimmer. Aber nicht allein? Nein. Sie waren also zusammen mit dem 16-jährigen Jungen? Ja. Und wo war Ihre Tochter? In ihrem Zimmer. Wusste sie das? Ich habe ihr ja Geld gegeben, das sie nicht sagt. Und das hat sie genommen? Ja, sie hat's genommen. Wie oft war der Junge hier oben? Komm, Walter. Dann.
bitte. Herr, was es nicht alles so hinter Türen gibt. Tja, wenn man dahinter schaut. Nimm dir schon mal den Jungen vor, ja? Ja, das ist in Ordnung. Herr Stint, hat sie Besuch gehabt, die Frau Schöne? Guten Abend, Frau Bassmann. Was hat sich denn ergeben? Oh, nichts, nichts Konkretes jedenfalls. Wollen Sie was trinken? Das kommt drauf an, was Sie haben. Alten Port. Oh ja, da trinke ich gerne ein Glas. Dankeschön. Sagen Sie, ist Ihr Untermieter noch auf? Ja, das ist er. Er hat morgen eine Prüfung, deswegen sitzt er die ganze Nacht auf. Ja. Bitte schön. Danke. Also nichts Konkretes, sagten Sie? Nein. Den Mann, der da erschossen wurde, den kennt eigentlich kaum jemand. Tja, ich habe ihn nie gesehen. Und Heimann kennt ihn auch nicht? Darf ich rauchen? Ja, bitte. Wie sollte er? Der sitzt doch ununterbrochen am Schreibtisch. Na, vielleicht hat er ihn, also den Ewinger, unten im Lokal kennengelernt. Heimann? Hm? Der geht da nicht hin. Ja, vor einer Stunde war er gerade unten. Da hat er Bier geholt. Dazu braucht er nicht ins Lokal. Wir haben doch eine Gassenschenke. Hm. Nein. Er kennt den Toten ebenso wenig wie ich. Kann man ihn mal stören? Tja, wenn es sein muss, bitte. Der Kommissar ist noch mal da, Ingo. Guten Abend. Guten Abend. Na, kommen Sie voran? Ja, danke, es geht. Du memorierst. Ja, ich gehe alles noch mal durch. Machst du noch Fehler? Nein. Dann denk morgen daran, dass du heute alles gewusst hast. Das wird dein Selbstvertrauen stärken. Ich werde daran denken. In Ordnung, Frau Bassmann. Bist du müde? Nein, nein. Dann gehst du zur Sicherheit noch mal durch. Wollen Sie noch was von ihm? Nein. Nein, danke. Sie kümmern sich sehr um ihn? Ja, das tue ich. Allein wäre er nichts. Er verdankt alles mir. Ich bezahle auch sein Studium, wissen Sie. Und warum tun Sie das? Weil ich an ihn glaube. Er hat Fähigkeiten. Hm. Ja, das war wirklich ausgezeichnet. Eine Pistole? Wer hat denn gesagt, dass er eine Pistole hat? Es gibt eine Zeugenaussage darüber. Eine Zeugenaussage? Hm. Wo ist er denn überhaupt? Ja, ich glaube, er rast mit seiner Maschine durch die Gegend. So, so. Ja. Dann nehmen Sie mal noch eine Zeugenaussage, auf meine nämlich. Er kam mal mit so einem Ding da an. Mit was für einem Ding? Ein Schießeisen da. Und ich sagte, bist du verrückt? Was willst du denn damit? Ballern vielleicht? Ich habe das Ding genommen, weggenommen, habe ich es eben. Und runtergebracht und in die Mülltonne geworfen. Tja, das ist jetzt 4 Wochen her. Und das ist meine Zeugenaussage. Herr Kaiser. Ja, was ist denn? Herr Kaiser, ist wegen der Türken. Was ist denn mit den Türken? Weil Sie kein Badezimmer haben. Die könnten bei mir baden. Ich habe jetzt leider keine Zeit, Frau Hetze. Ich meine, es wäre möglich. Ich hätte nichts dagegen. Die habe ich Sie reingeschmissen, genau vor 4 Wochen. Ich habe. Was ist denn das? Nicht anfassen. Ist das die Pistole? Ja, ich glaube, das ist sie, aber. Wieso? Ja, ich nehme gern noch einen. Der ist ja wirklich ausgezeichnet. Es freut mich, dass er Ihnen schmeckt. Dankeschön. Wie lange kennen Sie Herrn Heimann schon? 5 Jahre. Er fuhr Wäschepakete aus. Er gefiel mir, weil er freundlich war. Freundlich und höflich und, ja, nachgiebig. Er hatte nie gelernt, seinen Willen durchzusetzen, sich ein Ziel zu geben, es zu verfolgen. Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, ihn studieren zu lassen? Ja, er war intelligent, das sah ich. Und ich sah, dass er nichts daraus machte. Er benahm sich, wie sich die meisten Leute benehmen, die ihren Verstand behandeln, als hätten sie keinen. Das ist typisch. Und eine Sache, die von jeher meinen Widerspruch hervorgerufen hat. Sie sagten also, er solle studieren. Tja,
Er musste die mittlere Reife nachholen. Er ging den zweiten Bildungsweg. Und er war mit allem einverstanden? Tja, natürlich war er das. Es war seine Chance. Na, da muss er Ihnen doch sehr dankbar sein. Ne? Das ist er auch. Natürlich ist er das. Ohne mich würde er noch Wäsche ausfahren, das weiß er. Wissen Sie, ich gebe ihm etwas, was er nicht hat. Er hat keine Disziplin, keine Entschlusskraft. Er ist unfähig, aus sich herauszuhandeln, weil er schwach ist, weich. Weich und ängstlich. Schwach, weich und ängstlich. Ich weiß, warum Sie mich dies alles fragen, Herr Kommissar. Aber es ist wirklich das Gegenteil von einem Mörder. Entschuldigen Sie bitte. Ach, Sie sind noch da? Ja. Ich hole mir nur etwas Kaffee. Sie werden gewünscht, Herr Kommissar. Ah ja, danke schön. Entschuldigen Sie. Ich wollte mir nur etwas Kaffee holen. Ich müsste ihn frisch machen. Nein, nein, dann nicht. Und Kaiser schwört, dass er diese Pistole seinem Sohn vor 4 Wochen weggenommen hat und in eine Mülltonne geworfen hat. In eine Mülltonne? Hier unten? Im Hof? Ja. Herr Schiff, wenn das nun wirklich die Mordwaffe ist. Ja, lass es feststellen. Schick sie ins Labor. Das heißt, warte mal. Gib sie mir. Und du gehst rüber zu dem Mädchen. Die wird schlafen. Ja, dann weck sie. Sie soll sich ans Fenster stellen, ja? Und schick mir Walter rauf. Wollen Sie nicht ein Glas mittrinken? Was siehst du mich an? Du hast morgen eine Prüfung. Ja, ja, natürlich. Ah, höchstens ein Glas. Das wird ihn ja nicht umwerfen, ne? Ich habe eine schreckliche Nervosität vor Prüfungen. Na, warum setzen Sie sich nicht? Ich bin noch nicht ganz fertig. Dann bleib schon hier. Der Kommissar will sich ein Bild von dir machen. Tja, ich habe gehört, Sie haben Wäsche ausgetragen und jetzt studieren Sie Betriebswirtschaft. Ja. Und wie lange schon? Erst im 6. Semester. Er hat es geschafft. Man kann sagen, dass er es geschafft hat. War es sehr anstrengend? Nein, das war es nicht. Und Sie saßen am Schreibtisch, als Sie den Schuss hörten? Aber das hat er doch schon gesagt. Nein, Sie haben es gesagt. Wo hast du gesessen, Ingo? Am Schreibtisch. Ich saß drüben am Schreibtisch. Wir reden die ganze Zeit von der Prüfung, die er vor sich hat. Er muss doch arbeiten. Kommen Sie mal mit. Ich sagte, kommen Sie. Was soll das? Was wollen Sie von ihm? Ja, vielleicht könnten Sie sich ans Fenster stellen und beide Vorhänge aufziehen. Ans Fenster? Warum? Hat der junge Mann, der dort Tag und Nacht sitzt, etwas damit zu tun? Es ist möglich. Warten Sie einen Augenblick. Ich ziehe mich rasch an. Also, wo waren Sie, als der Schuss fiel? Aber er hat ihn doch gesagt... Ich habe Sie nicht gefragt. Wo waren Sie? War der Vorhang auf? Er war... Bitte, er soll es sagen. Oder war er geschlossen? Na, das werden Sie doch noch wissen. Ja, er war offen. Sehen Sie das Mädchen? Warum antworten Sie nicht? Ich sehe keinen Sinn. In allen Ihren Fragen nicht. Haben Sie das getan? Können Sie den Anblick dieses Mädchens nicht ertragen? Oder was haben Sie für einen Grund? Ja, bitte. Frau Bassmann, Sie sind festgenommen. Bitte weiter.
Was bin ich? Was sagen Sie? Sie nehmen mich fest? Ja, weiter, bitte. Ja, aber warum denn? Was wollen Sie von mir? Kommen Sie, Frau Rassmann. Ingo! Ist das Ihr Mantel? Ja, aber Sie sind verpflichtet, mir einen Grund zu sagen. Bitte. Niemand kann dich zwingen, Aussagen zu machen. Hörst du? Niemand. Du hast das Recht, Aussagen zu kommen verweigern. Kommen Sie, Frau Bassmann. Antworte auf keine Frage, die einen Sinn du nicht begreifst. Frau Bassmann, hast bitte. Du verstanden? Sag, dass du verstanden hast. Ingo! So, und jetzt unterhalten wir uns mal. Sie haben keinerlei eigenes Geld? Ich? Nein. Irgendwelche Zuwendungen von Ihren Eltern vielleicht? Meine Eltern leben nicht mehr. Sie wohnen hier mietfrei? Ja. Und das Essen? Frau Bassmann. Alles Frau Bassmann. Dann sind Sie also völlig abhängig von ihr? Ja. Sie bezahlt alles. Warum tut sie das? Warum? Ja, hat sie es nicht erklärt. Ich meine, ist doch alles sehr großzügig von ihr. Warum tut sie das? Ich weiß nicht, warum sie es tut. Ja, jedenfalls studieren Sie, weil sie es so will. Mögen Sie Frau Bassmann? Warum soll ich sie nicht mögen? Immerhin verlangt sie eine Menge von Ihnen. Sie sitzen die ganze Nacht am Schreibtisch. Lernen Sie leicht? Leicht? Oder fällt es Ihnen schwer? Ich weiß es nicht. Junge, Sie müssen doch wissen, ob Ihnen das Lernen leicht oder schwer fällt. Wissen Sie das nicht? Ich weiß es nicht. Haben Sie Mühe damit? Haben Sie Mühe? Ja. Es kostet Sie eine große Anstrengung, könnte man das sagen? Ja. Frau Bassmann hilft Ihnen natürlich. Sie hört Sie ab. Ja. Sie bekommen also Ihr Essen, Ihr Trinken. Sie hat eine Art Stundenplan für Sie gemacht. Ja, das hat sie. Und Sie helfen ja natürlich dafür auch, so ein bisschen im Haushalt. Was meinen Sie? Zum Beispiel tragen Sie ja den Abfalleimer herunter in den Hof. Den Abfalleimer? Ja. Sie bringen ihn herunter in den Hof und leeren ihn in eine der Mülltonnen aus. Das nehme ich an. Ja. Und vor 4 Wochen haben Sie in einer der Mülltonnen das hier gefunden. Hier, diese Pistole. Wo haben Sie sie gehabt? Im Schreibtisch vielleicht? Oder in der Schublade? Sie brauchten sie also nur herauszuziehen, die Pistole herausnehmen und abzudrücken. Warum haben Sie Ebinger erschossen? Warum? Haben Sie mitgenommen? Ja, die denn? Fragen Sie doch die. Die sind von der Kripo. Harry, Herr Reimann ist festgenommen. Kommen Sie. Dass der Junge war? Ja, er hat gestanden. Und die Frau Bassmann? Hat es gewusst. Sie ist überhaupt im Grunde genommen die Schuldige. Aber dafür wird sie kein Gericht der Welt verurteilen können. Wieso? Sie hat den Jungen einfach überfordert, weißt du? Ihre ganze Mildtätigkeit war so eine Art Terror. Ja, eigentlich nackter Terror. Und der Junge wollte sich befreien. Das verstehe ich nicht. Naja, er fühlte sich als Gefangener. Und zu einem Unglück fand er dann auch noch die Pistole und schoss auf einen, der in Freiheit war. Aus Hass, aus Neid und aus panischer Angst vor eben dieser Freiheit. Weil er schwach, weich und ängstlich ist. Entschuldigen Sie bitte. Sie können übrigens schlafen gehen. Es gibt hier nichts mehr zu sehen.